Schweiz drinnen. Ruperanien, Zuten, da freuen wir uns. Zuerst aber Norwegen mit Ragnhild Mowinkel. Nein, das stimmt natürlich nicht. Brignone. Federica Brignone. Ganz anderes Stress, das kann nicht Mowinkel sein. Das könnte schon etwas sein für sie. Also, ich meine, ihr läuft sie ja wirklich nicht. Die Saison, es herzet. Auftakt war ganz okay für die Gesamt-Weltcup-Siegerin. Und diese startet auch gut. Ja, es sieht gut aus. Sie muss einfach wie, also sie ist so ein bisschen Hothead. Sie wird richtig sauer absagen. Und dann fährt sie oft wie zu aggressiv. Da haben jetzt wir alle ein bisschen zu viel Platz lassen. Also wenn ich jetzt da Trainer auf die Strecke werde, die sagen, man muss bei dem Doppel enger dabei bleiben, weil man sonst nicht mehr zurückkommt zum Zweiten. Aber das sind jetzt gute Schwünge. Richtig diese Passage. Da kann sie jetzt hier nochmal etwas rausholen. Wir vergleichen Brignone, 7/10 der Vorsprung. Gutes Tempo. Und jetzt nur noch laufen lassen. Man würde es ihr gönnen, Federica Brignone, abgereist von der Weltmeisterschaft, musste sich erklären, weil sie diese Rennen zum Teil doch massiv kritisiert hat und jetzt endlich wieder mal Faust in die Luft. Ja, der Schrei der Erleichterung. Federica Brignone.